Und willkommen zurück zu Mega Man 4 auf dem NES Super Retro 2016. Wir haben bereits Toadman besiegt und Brightman ausgeschaltet. Heute geht's mal zu Drillman. Yay, ich habe Wave-Man erwischt. Was soll's? Ist auch okay. Dann haben wir eben die Wasserstage als erstes hinter uns. Fishy. Ich hasse diese Fische. Unser Hauptproblem ist hier neben den Fischen. Und Stacheln am Boden. Hauptsächlich steigendes und fallendes Wasser. So zwischendurch mal. Ah Gott. Und Med Tools mit Schnorchel. Was ich ziemlich süß finde. Aber störend wie Sau. Und ich meine, wenn wir hier mit dem Bright Stopper arbeiten, der sich jetzt übrigens hier befindet, dann könnte man die Wale einfrieren, bevor sie überhaupt auftauchen. Das probiere ich beim nächsten einfach mal aus. Wow, Slow Motion. Übelste Slow Motion. Was ein Extrem. Sehr nett von dir, Eddie. Wirklich sehr nett. Oh Gott, ich hasse diese Dinger hier. War nicht auch einer? Nee, gut. Ich kann doch garantiert noch gleich stacheln, oder? Oder? Stacheln? Nee. Aber hier haben wir das bewegte Wasser. Solange es oben ist, könnten wir eigentlich super gut springen. Jetzt vielleicht sogar, ja. Wunderbar. Gut, jetzt müsste eigentlich der Fisch kommen. Ja, das ging doch ganz gut damit. Jetzt würde ich gerne wieder wechseln. Auf den Bastel. Will ich hier runter? Ich probiere es mal. Oh Gott, ja, das ist der Teil. Oh, oh nein. Oh, knapp. Das war sau knapp. Ein bisschen bleiben wir hier in der Mitte. Ein W. Treasure in the Dark Depths. Ich glaube, W ist dieser Haken. Wire? Ja, müsste eigentlich sein. Alter, Rücksichtspunkt hier ist ziemlich beschissen. Ja, Wire haben wir da jetzt. Gut. Wäre nun das Wasser wirklich permanent oben, würde ich ja sogar Rush Marine benutzen. Würde ich tatsächlich tun, ja. Aktiviert, kann es sein. Deutlich zu früh aktiviert. Naja. Ist schon okay. Danke fürs extra Leben. Ich nehme es gerne an mich. Natürlich warten wir, bis die Minen zerstört sind, also uns sonst Schaden zu fügen. Oh! Gott! Warum bin ich jetzt da nicht gesprungen? Das war blöd. Aber ich habe noch 4 Leben, also wird schon gehen. Jetzt haben wir gleich nochmal den großen Wal zu besiegen. Le Vale. Ah! Diese Rochen sind auch die Pest. So, jetzt warten wir kurz. Ja,
deutlich besser, ne? Ach Gott. So ein bisschen Energie wäre mir sehr recht. Mine? Reagierst du mal, oder? Jetzt plötzlich. Bitte nicht runterkommen. Danke, ich werde auch hier mal zur Sicherheit den Energietrank benutzen. Man weiß nie, was doch so auf einen wartet. Wie zum Beispiel der Boss. Ja. Wahrscheinlich aber dürfte hier der Buster am besten sein. Ich glaube nicht, dass Toadmans oder Brightmans Waffe hier die Schwäche von Diveman ist. Nicht unbedingt, ne? Ach Gott. Scheiße. Das war nix. Die Missiles stören auch am meisten. Ich probier's einmal aus. Aus Schaden wird man klug. Naja, es macht ein bisschen Schaden, aber... Ich vorher eher durch die Raketen und bevor ich ihn erwische. Oh Mann. Nee. Weder Toadman noch Brightmans Waffe. Das wird nichts. Nee. Absolut nicht. Gut. Buster und zwei Leben. Bitte lädst du es nebenbei auf, Mega Man? Ah, oh Gott, du... Oh. Nur mit dem Buster ist es nicht so einfach. Mein Gott. Oh Mann, Gott. Scheiße. Nee, das wird nichts mit Diveman auf diese Tour. Schade. Schau mal bei Drillman vorbei.